Geodaten sind ein wesentlicher Rohstoff der digitalen Gesellschaft. Aus dem Alltag sind sie kaum mehr wegzudenken. Sie kommen im Vermessungswesen zum Einsatz, beim Wetterdienst oder im Katastrophenschutz, aber auch im Bauwesen und in der Industrie. Ihre Bedeutung nimmt stetig zu. Auf dem Innovationsforum InnoGeo am 16. und 17. Mai im Technologiepark Warnemünde wurden Ideen zur Entwicklung von neuen Anwendungsfeldern diskutiert. InnoGeo ist das interdisziplinäre Netzwerk zur Förderung von Innovationen in der Geoinformationswirtschaft und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Mitinitiator und Koordinator ist die Gesellschaft für Technologie und Innovation ATI Küste. Die ATI Küste ist ja ein Unternehmen, was seit 1993 am Markt tätig ist. Und wir haben in den letzten Jahren ca. 9 Innovationsforen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durchgeführt gehabt. Und wir haben uns mit dem Verein GeoMV darüber gesprochen, dass das Thema Big Data oder Geoinformationswirtschaft ein wichtiges Thema ist und haben uns überlegt, ob wir dieses Thema für Mecklenburg-Vorpommern erschließen. Und das führte dazu, dass wir 2017 einen Antrag gestellt haben und den in einem zweistufigen Verfahren auch gewinnen konnten. Noch bis August läuft das Projekt. Bis dahin sollen Ideen generiert werden, aus denen neue Geschäftsfelder hervorgehen und neue Produkte entwickelt werden, die andere Unternehmen später für sich nutzen können. Dafür gab es im April Kreativworkshops, in denen sich die ATI Küste mit Partnern von der Universität Rostock, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, vom Datenverarbeitungszentrum MV und vielen anderen ausgetauscht haben. Besonders wichtig war es dabei, branchenfremde Impulsgeber, zum Beispiel potenzielle Anwender aus den Bereichen maritime Technologien oder Tourismus, mit einzubeziehen. Also das DVZ hat eine ganze Abteilung, die Geschäftsfeldentwicklung, die sich mit dem Anstoßen von Innovationen beschäftigt. Und ich bin dort Ideenmanager, also wir kennen uns, ich sag mal, mit Innovation aus, versuchen das natürlich jetzt irgendwie praktisch werden zu lassen. Und da war natürlich die Anfrage von den InnoGeo, wie man jetzt so einen Workshop gestaltet, dass tatsächlich auch Ideen rauskommen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wenn man sich hinsetzt und überlegt, was könnten wir uns denn jetzt mal einfallen lassen. Und da gibt es natürlich Methodiken wie das Brainwriting oder andere, wie man dann eben auch die Teilnehmer dazu diese Ideen herauslockt. Wir haben als Verein der Geoinformationswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern unter anderem vor der Herausforderung gestanden, verrückte Ideen zu generieren. Das ist nicht unser Metier, wir sind Techniker. Wir haben uns dann überlegt, wir kennen da bei einem unserer Mitglieder, beim DVZ in Schwerin, kennen wir eine ganze Abteilung, die Geschäftsfeldoptimierung und Geschäftsfeldentwicklung produziert. Und wir haben gedacht, dann versuchen wir doch mal, diese Moderatoren einzuladen, um aus uns merkwürdigen Truppen etwas herauszubekommen. Das hat sehr gut funktioniert. Wir waren sehr angenehm überrascht, wie viel wir generiert haben. Es waren am Ende 68 Ideen, die jetzt hier auch präsentiert werden auf dem Forum. Die Methode ist so gut angekommen, dass sich einige gesagt haben, das machen wir für unsere Zwecke nochmal außerhalb des Innovationsforums. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn im Land bekannt würde, dass es so etwas gibt und man es nutzen könnte, diese Techniken, die diese Moderatoren dort drauf haben. Von der Navigationshilfe für Wasserwanderer bis zum virtuellen Seenotretter, zum schnellen Auffinden von Personen in Seenot, die vielen Ideen wurden auf dem Innovationsforum in Warnemünde ausgewertet, einige von ihnen auch vorgestellt. Alexander John von der ATI Küste präsentierte die Idee E-Mobi 365, ein Service für Autofahrer, der die Akzeptanz der Elektromobilität erhöhen könnte. Bei der Idee E-Mobi 365 handelt es sich eigentlich darum, für den Autofahrer, also für den Elektromobilisten, der ja wissen möchte, wo die nächste Ladestation ist. Ist die Ladestation vielleicht überfüllt oder muss ich da längere Wartezeiten in Kauf nehmen? Komme ich mit meinem Fahrzeug noch bis dahin? Und solche Fragen könnte eine Software oder könnte eine Anwendung, die auf dieser Idee basiert, könnte das sagen. Umgesetzt werden könnte die Idee dadurch, dass verschiedenste Daten, die vorhanden sind, einmal der Raumbezug, also die Geodaten, aber auch andere Daten, technische Daten, Daten über das Verkehrsnetz, Daten über Auslastung bestimmter Ladestationen zum Beispiel, dass man die alle zusammenbringt in einer Plattform und damit auch in einer Applikation.
Die Bedingungen für die Entwicklung von Systemlösungen der Geoinformatik sind vor allem in der Regiopolregion Rostock hervorragend, insbesondere dank des wissenschaftlichen Umfelds. Professor Bill von der Universität Rostock präsentierte die Idee Copernicus to go, von der zum Beispiel Landwirte profitieren könnten. Ich bin der Pate für die Idee, die ich mal genannt habe, Copernicus to go, so im Sinne Coffee to go. Ja, also Produkte, die wir einfach mitnehmen können, die nicht bedeuten, dass sich jetzt ein Spezialist hinstellt und irgendwie ein spezielles Produkt generiert, sondern dass wir im Prinzip Verarbeitungsketten aufbauen, die zu manchmal kleinen Produkten nur kommen, die dann ein Landwirt zum Beispiel abonnieren kann und sagt, okay, wenn immer ein vernünftig verwertbares Bild über meinem Acker drüber entstanden ist, guck mal, sammel mal ein paar, mach dann mal eine Berechnung, wie viel steht da? Habe ich da irgendwelche Durchdüngungen, irgendwelche Sachen, die nicht gleichermaßen angegangen sind? Habe ich durch den langen Winter irgendwie Verspätung in meinen Prozessen? Und daraus, aus diesen kleinen Produkten, die eben wirklich so ihm nebenbei quasi angeboten werden, trifft er Entscheidungen über seine Düngemittelmenge oder über seinen Pflanzenschutz. Oder sagt eben hier Erntevorhersage, das und das wird auf mich zukommen und damit kann ich dann im Prinzip planen. Und das Ganze gibt es inzwischen bei einigen Landwirten auch schon, die das eben wirklich mit dem Smartphone dann auch tatsächlich abrufen können. Auch Ludwig Schrenk von der CIS GmbH aus Bentwisch hat bereits das Einsatzfeld Landwirtschaft für sich entdeckt. Er war mit dem Octopus zum Forum gekommen, einer Drohne mit 8 Armen zur Gewinnung von Georohdaten. Wir arbeiten damit für Vermessungen, Precision Farming, wenn Ihnen das ein Begriff ist, dass man so düngt, wie die Pflanze das auch verdauen kann, nicht zu viel und nicht zu wenig. Wir können mit einem ähnlichen Gerät auch Innenraumbefliegungen machen, Denkmalschutz beispielsweise, auch Einsatz im Wald, zum Borkenkäfer identifizieren, dass Bäume schon entfernt werden können, bevor der Käfer sich verbreitet. Solche Dinge sind damit möglich. Das Forum hat vor allem eins gebracht, dem Ziel, ein nachhaltiges, interdisziplinär ausgerichtetes Netzwerk aufzubauen, ist man ein großes Stück näher gekommen. Die vorhandenen Kompetenzen konnten gebündelt werden. Jetzt gilt es, gemeinsam Pilotprojekte in Mecklenburg-Vorpommern zu starten.